sowas von... Naja. Willst du deine Suche nach dem passenden denaturierten Kristall fortsetzen? Dann habe ich eine gute und eine schlechte Nachricht für dich. Hier kommt die gute Nachricht. Ich weiß genau, wo du suchen musst. Mein Kollege Hayden, ebenfalls ein Meisterschüler von Professor Lambertin, hat mir von einer interessanten Beobachtung berichtet, die dich auf die richtige Spur bringen wird. Und nun die schlechte Nachricht. Das bedeutet leider, dass wir uns voneinander verabschieden müssen. Was mir wirklich leid tut. Es war nett mit dir. Aber lass dich von mir nicht aufhalten. Dein Weg führt dich nach Alt-Gridania, wo wir Hedin persönlich von seiner Beobachtung erzählen wird. Gute Reise und hoffentlich bis bald. Wo ist der? Ah, da, okay. Nein. Ah, komm. Ach, dann parte ich den Teil einfach. Sorry. Ich dachte, dass es nach dieser Quest gleich schon vorbei ist, sozusagen. Aber das sieht nicht so aus, als würde es vorbei sein. Ganz im Gegenteil. Dass, wenn ich mit ihm gesprochen habe, es weitergeht. Mein Fehler. Ach, ich weiß genau, wo ich hin muss. Warum muss ich hier hin? Nur wegen den Typen? Sei gegrüßt, ich bin Hayden, ein Schüler von Professor Lambertin. Du bist Helena Leonard, richtig? Ich habe gehört, dass du einen denaturierten Kristall suchst, der dir gegen das Element Wind hilft. Nun, da kann ich dir wohl weiterhelfen. Bei aller Bescheidenheit kann ich doch behaupten, mich in diesem Metier auszukennen, da ich seit geraumer Zeit diese seltenen Kristalle in Gridania erforsche. Ein Kristall mit der von dir geforderten Eigenschaft vermute ich im Besitz eines besonders gefräßigen Sprigans namens Gigiti. Ein großes Kristallvorkommen befand sich im Kohlenwald, der hinter der Weißwollpforte liegt. Beginnt. Doch Gigiti hat beinahe alle Kristalle aufgefressen. Meine Hoffnung ist, dass er noch nicht alle Kristalle gefressen hat, sondern einige davon als Notvorrat aufbewahrt. Leider sind Gigiti die Kristalle zu Kopf gestiegen. Er ist völlig verrückt und aggressiv geworden. Und lässt niemanden mehr in seiner Nähe. Er hat sogar das Spriganennest verwüstet. Die schwächeren Sprigans konnten Gigiti nichts entgegensetzen und sind panisch in den Wald geflohen, wo sie nun verschreckt umherirren. Einer der verschreckten Sprigans wurde in der Nähe der Silphenzuflucht gesehen. Der kleine Bursche kann dir vielleicht dabei helfen, die Gigiti zu finden. Deshalb lautet mein Vorschlag, geh zur Silphenzuflucht. Und lass dich von der Silphe Komuxio zu dem verschreckten Sprigan lotsen. Klar doch, machen wir doch, immer doch. Thank you.
Oh, diese Geräusche von denen. Ah. Oh. Moment mal. Das ist nach so, ja, stimmt. Das ist die Quest zu. Oh, die machen so ekelhafte Geräusche. Komuxio, langes her. Die Meinige ist hocherfreut, die Laufende zu sehen. Die Meinige wird der Suchenden gerne helfen. Der kleine Schwarzpelz, die geirrt einsam durch den Wald. Die Meinige hat den Verschreckten gesehen. Du hast ihn gesehen? Der Verschreckte kam aus dem tiefen Wald, lief hierhin und dorthin und sah der unsinnigen Hilfensuchende an. Doch die Unsrigen konnten dem Verschreckten nicht helfen, also lief er weiter nach Lerchenruf. Die Meinige hat den Verschreckten vor den Finstrigen dort gewarnt, aber der Verschreckte wollte nicht auf die Worte der Meinigen hören. Der Verschreckte steckt bestimmt in Schwierigkeiten. Die Laufende muss den Verschreckten retten. Der Verschreckte ist selbst ein Monster, aber okay. Sleipnir! Auf geht's! Okay, ich habe gedacht, jetzt wo muss ich genau hin, aber der Punkt, der ist da angezeigt und... Oh je. Darauf? Ernsthaft jetzt? Wie hot? Feindliches Gesetz. Mich verarschen. Hier. Das war Pronto. Ah, das ist doch ätzend. Wenn die jetzt wiederkommt, ich raste aus. Boah, wer baut sowas? Ganz ehrlich. Nicht schön. Tiki, grüßen Silfe. Silfe grüßen nicht Tiki. Böse Silfe. Du Freundin, retten Tiki, Tiki gehen zurück zu guten Silfen. Alter, die können sprechen? Sleipnir! Den habe ich ja nicht umsonst gekauft. Ja, den habe ich gekauft. War ein günstiges Angebot, aber für alle Charaktere. Konnte ich mir nicht entgehen lassen. Die Laufende hat den Verschreckten gerettet. Der Verschreckte ist ihr Laufenden sehr dankbar. Die Laufende sucht den Gefräßigen. Och komm! Ich hab doch nicht gedrückt. Der Gefräßige frisst gerne seltenes Gestein. Einem Treuherzen kann der Gefräßige sicher nicht widerstehen. Seltenes Gestein ist ganz selten. Die Meinige weiß nicht, wo die Laufende seltenes Gestein finden kann. Aber die Meinige kennt eine Goldformerin. Die goldformende Melvin am Dorn der Einkehr kennt Gestein. Die Laufende sollte die goldformende aufsuchen. Ja, okay, mach ich mal. Sleipnir! Ah.
Jetzt macht der Ort dorthin auch wieder Sinn. Hallo, Jungzitzen. Nennt man die so? Eine Zitz, zwei Zitzen. Haha. Nee, Spaß. Und hier ist die wilde Keilerei. Ich kenne mich in diesem Wald zum Glück ein bisschen aus. Jesus. Ich bin nämlich schon oft durchgelaufen, um Sachen zu suchen oder eher gesagt Gegner. Komme ich da so durch oder muss ich da einen anderen Weg folgen? Nee, ich komme so durch, okay. Hätte es sein können, dass ich unten lang muss. Unten lang geht es nach rechts. Okay, wir sind gleich da. Und eine Quest können wir noch machen. Steht noch ein Timer. Ja, was kann ich für dich tun? So, du willst einen Spriganen mit einem Treuherzen in eine Falle locken. Ja, ich kann dir dabei helfen. Lass mich kurz nachdenken. Nachgedacht? Treuherz, Treuherz, Treuherz. Ja, ich hab's. Die Seelensteine von Hornsteingolems sind aus Treuherzen gemacht. In Lechdruf treibt sich ein Hornsteingolem herum. Du brauchst nichts weiter tun, als ihn zu erschlagen und ihm seinen Seelenstein aus der Brust zu reißen. Ach nein, das ist doch nicht alles. Der Stein ist natürlich verzaubert und kann nicht einfach so für andere Zwecke eingesetzt werden. An der Drachentrappe kannst du den Zauber brechen und so das Treuherz in seine ursprüngliche Form verwandeln. Slap, ne? Erschlagen wir einen Alten. Da sehe ich gerade, dass wir eigentlich kurz davor sind, zu Dings zu gehen. Deswegen, auch wenn es länger dauert, ich beeil mich. Obwohl, habe ich für die nächste Quest eigentlich noch Zeit. Ach komm, die paar Minuten schaffe ich doch locker. Für die eine Quest. Ja, dann können wir uns gleich im nächsten Part um die Garuda kümmern. Oh, das wird mir ein Schiff fallen. Ist der da oben? Oh, nee. Ihr Otschus! Ihr stört jetzt gerade. Stirb einfach.
Zielort. Warten. Von Steingolem in den Arsch treten. Wo ist er? Der Attacke hat immer so einen geilen Sound, ich weiß nicht, was das ist. Zack. Das ist ganz woanders. Und so ein gutes Wieselgrund, okay. Reißen wir schnell dahin. Denn ich habe nicht mehr viel Zeit. Jetzt bin ich sogar noch unter Zeitdruck. Und ich will noch die nächste Quest machen. So viel Zeit muss sein. Das schaffen wir noch, Leute, das schaffen wir noch. So, wir müssen jetzt da hoch. Denke ich mal. Das Slatten ist das schnellste Reittier hier momentan bei meinem... Obwohl ich glaube, das kommt einem nur so vor, aber schon allein, dass es einem so vorkommt, ist eigentlich immer noch ziemlich gut. Aber die meisten haben ja Gewicht. Also können mir Gewicht geben, dass ich halt so langsam bin. Das hasse ich bei den meisten Gegnern. So. Bin ich hier richtig? Ich lauf mal weiter. Tigi! Ja, glänzend Erz, schönes Erz, 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 Herz. Tigi Erz? Ah, Gigiti Erz, Gigiti lieben Erz, Gigiti kommen, Freundin hauen, Gigiti. Gigiti kommen, Tigi große Angst, Freundin helfen, Tigi, Freundin besiegen, Gigiti. Was? Okay. Muss da oben hin. Alter, diese Quest! Die ist so lang! Das kann doch nicht euer Ernst sein, dass die so lang ist! Okay. Das habe ich mir nur dabei gedacht. Gigiti? Ah, hier sind auch die Sprigans. Kratergolem. Hi, Gigiti. Kristallträger? Halt
Warum ist jetzt ein Krater-Golem gegen mich? Och, jetzt ist auch noch ein Sprigan gegen mich. Wollte mich verarschen. So, alle erledigt. Danke. Zurück nach Neugridania, um danach nach Altgridania zu gehen. So, das ist aber jetzt der letzte. Hidden! Da bist du ja wieder. Warst du erfolgreich? Sag mal, was ist denn das für ein erbärmlicher Gestank? Ein denaturierter Kristall, der sieht sehr vielversprechend aus. Mein Glückwunsch. Aber was ist denn das für ein Schleim, der daran klebt? Das Glück im Unglück, will ich meinen. Denn der Zierschleim hat den Kristall geschützt, sodass du auch ohne einen speziellen Behälter aufgekommen bist. Nun will ich mir mal die Nase zukneifen und den Kristall näher inspizieren. Ja, damit kannst du das Element Feuer manipulieren. Was? Hat er Feuer gesagt? Nein, nein, schon gut. Kleiner Scherz, der Kristall enthält eine hohe Konzentration des Elements Eis, das gemäß der Elementarlehre großen Einfluss auf das Element Wind ausübt. Das ist also genau der Kristall, den du gesucht hast. Herzlichen Glückwunsch!